Hören wir uns den Diss-Track an. Mein. Ich habe einen krassen Beat bekommen und dachte mir mal, ich mache hier meinen ersten Track drauf. An die ganzen Twitch-Streamer da draußen nimmt das nicht zu persönlich, ein bisschen mit Humor nehmen, schadet ja. Twitch Deutschland heißt der Track. Nix. Ja, mehr will ich gar nicht sagen. Genieß den Track. Tja, und Kuss. Oh, der Beat's cool. Yo, Medi, Mass. Fang an zu laufen, du Spaß. Micky und du, ich finde das passt. Micky, du wurdest von Tramix geklatscht. Hä, was hat er für eine andere Stimme? Warum ist seine Stimme so anders? Boah, ich muss fett kacken, ich sag euch ehrlich. Also, falls ich komisch gucke oder so, muss schon echt... Ah, oh, fuck. Was ist los, Großer? So eine Krawatte. Eli, hast du mal einen Moment? Ey, ich hab so viel Zeit, glaubst du gar nicht. Eli, was krasse O-Beine. Bist du wirklich 1,80? Nein. Ach, ich weine, hast du einen kleinen. Bist du ein? Bankgesicht. Hardy Boys von der Bank. Deinem mit Trikot, der andere mit Olivenöl in der Hand. So. Ey, los. Mach mich nicht sauer. Denkt er so debil und so, der wär krass. Hör zu. Als ob jetzt. Kriegst keine Bitches, nur Kontext. Silvesterkuss war nur für Content. Bei Babygirls choken bis Top 10. Samin Asri Menderes, ich fick dich und dein... Oh mein Gott! Ey, das hat er krass gedisst. Ey, das hat er krass gedisst, Chat. Ich muss nochmal lauter hören. So. Ey, los. Ey, das hat er krass gedisst. Denkt er so debil und so, der wäre krass. Hör zu. Als ob jetzt. Kriegst keine Bitches, nur Kontext. Silvesterkuss war nur für Content. Bei Babygirls choken bis Top 10. Samin Asri Menderes. Ich fick dich und dein Essen weg. Bilo, du bist ein fetter Keck, der am Spiegel die Speckrollen checkt. Ah! Bilal! Ey, Bilal gedisst! So, Roat, jetzt zu dir, du fetter Pinguin. Du verdammter Kipper. Hör zu! Roat, denk gar nicht, du kommst mir davon. Sitzt in deinem Zimmer und fetzt in eine Bombe. Deine Gehirnzellen, sie sind schon verkommen. Monte würde sagen, genommen. Monte ist dumm, ja, das wissen wir alle. Das war kein Roat, Diss. Er hat nur gesagt, er fetzt sich eine Bong. So, das ist bei Roat, das ist doch kein Diss. Das ist so einfach so was Normales bei Roat. Alle, lebt sein Leben in der Spielhalle. Ohne deine Welt bist du am Flam. Nach meinem Track heißt On the Road Again. Hamed Loco, schreib's dir auf. WM-Freestyle, ja, da spuck ich drauf. Deutscher Speed, ach, ich lach dich aus. Wenn ich dich sehe, dann gibt's ne Faust. Streamer schlamp, mach direkt mich auf. Habt euren Körper für Fame verkauft. Das war mein Diss? Wo schreibst du auf? WM-Freestyle, ja, da spuck ich drauf. Deutscher Speed, ach, ich lach dich aus. Wenn ich dich sehe, dann gibt's ne Faust. Streamer schlamp, mach. Du gibst mir ne Faust, wenn er. Junge, er ist behindert am Träumen. Er ist behindert am Träumen. Der Arme. Chat, wer würde gewinnen in einem 1 gegen 1? Er oder ich? Er oder ich? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, er hat sich nicht so getraut, mich so richtig zu dissen. Er hätte mehr noch. Er hätte mehr, da fehlt ein bisschen. Er sagt deutscher Speed. Beim letzten Diss, den wir gehört haben, war auch deutscher Speed. Das war der Diss, Bruder. Mehr. Richtig reinfetzen. Das war zu wenig. Ich rufe ihn jetzt an. Ich sag, was scheiße sein Diss. Ey! Ey, Digga, ich hab dein Diss gehört. Ich fand am besten, ich sag dir ehrlich, ganz direkt, ich hab noch nicht zu Ende gehört, direkt angerufen nach meinem Part. Eldos sein Part. Ja, das ich gesagt, Bruder, ja. Du hast bei mir viel zu viel zurückgehalten. Aber auch generell, Bruder, beleidigen noch mehr, Bruder. Das war zu wenig. Oha, Bruder, ich dachte schon so mit deutsches Speed und so. Nein, Bruder, mehr. Ich habe letztens einen Twitch-Distrack gehört, da wurde ich krasser beleidigt einfach. Man hat gemerkt, du wolltest nicht so, weil man hat gemerkt, mit allen befreundet bist du. Das ist so dein Nachteil. Ja, Junge, du hättest mich noch krasser beleidigen müssen. Nein, Bruder, auf Mütter macht man nicht, Alter. Okay, aber ohne Spaß, vom Sound und so ist gut. Alter. Okay, Bruder, du musst Kommentare gucken, du verreckst. Warum? Warte, ich guck jetzt direkt. Ich guck jetzt. Kommentare. Unentdecktes Talent. Lass es unentdeckt. Hör nicht auf die Supporter. Hör nicht auf die Supporter! Junge! Hör nicht auf die Supporter! Ich hab ein bisschen gebraucht, um das zu checken! Bitte nehmt diesen Track unnormal ernst. Bang auf lautlos vertraut. Alles zerrissen, Bruder, auch mein Trommelfell. Er hat schwach begonnen, aber am Ende stark nachgelassen. Ja, aber die Kommentare sind lustig. Hast du, wurdest du gehatet dafür? Nein, ne? Nein, Eli hat nur drauf reagiert, Bruder, bist du im Chat so angeschrieben, unangenehm und so, aber sonst.
Ja, aber das ist normal. Das ist normal, wenn der Streamer noch nichts dazu gesagt hat. Chat sagt immer das, was der Streamer sagt. Ich sag dir ehrlich. Wenn Streamer nichts sagen, sagt Chat automatisch Negatives, weil der gedisst wird. Und die mögen den, weißt du? Streamer muss schon was sagen dazu, damit das, da kein Hate bei rumkommt. Das ist normal. Aber ich bin stolz auf dich. Muss man lassen. Das muss man einem lassen. Das dauert Zeit, Arbeit. Geld hat gekostet, ja oder nein? Ja. Ja, Geld auch. Geld kostet das auch. War aber gut. Viele wissen gar nicht, ich habe auch Track gemacht damals. Diss-Track, ganz am Anfang. 30k. Das war auch sein Ding. Ja, so FIFA-YouTuber-Diss-Track. Wusste ich gar nicht, hä? Da habe ich so Eli gediss und so. Und da, ich weiß noch, Eli war der Einzige, der das nicht so krass gefeiert hat. Weil ich habe Elevate gediss gehabt, direkt am Anfang, als das neu war. Ja, ich meinte so, das sieht aus wie Palm Angels einfach. Und das Ding ist, ich wusste nicht mal, was Palm Angels ist. Ich habe nur einen Stream-Ausschnitt von ihm gesehen gehabt, wo er sagt, mich nervt das richtig, dass das Leute sagen und so. Deswegen habe ich das reingenommen. Oder bald irgendwann ein Feature mit dir. Also wir zusammen featuren und so, weißt du. Oho, nichts verraten, Daniel, hallo. Ja, Bruder, die Leute heiß machen, weißt du so. Ja. Also Motto, wir sind so Rapper, weißt du, so Leute sind gehypt und so. Ja. Aber Bruder, es gibt Twitches. Twitch kann man mit Rappen und so vergleichen. Also, die Personen sind natürlich ganz anders, aber so. Streamer generieren momentan auch genauso viel Aufmerksamkeit wie Rapper fast schon. Oder fast schon mehr, so in Amerika vor allem ist geistkrank. Ja, diese Kai, CNET und Speed und so, ja, normal, 100%. Oder ich will mir einen Rapper aus New York holen und mit dem Lied machen, auf Lach, geh auf Ernst. Also. Nee, halt die Fresse. Okay, das war, man hat gemerkt, reicht Telefonat mit Daniel, Chat. Jetzt hat er wieder Informationen erzählt, die keinen jucken. Okay, auch rein. Verpiss dich. Okay, aber ohne Spaß ist ehrlich nicht schlecht, Chat. Ist wirklich nicht schlecht. Er hört sich an, als wäre er gerade am Scheißen wäre, aber Text ist super und Beat ist sehr, sehr geil, finde ich, und Video ist krass. Wenn ich das sehe, dann gibt's ne Faust. Streamer schlampt, mach direkt mich auf. Habt euren Körper für Fame verkauft. Ja! Puh, so, reicht dann auch. Ich hoffe, der Track hat euch gefallen. Ja, nimmt sich super, wie gesagt. Kann ich auch diese Maske haben? Ich schicke Daniel eine Nachricht. Kann ich auch diese Maske haben, wo das dein Gesicht so bisschen verdeckt? Ich will das auch haben.